Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und wir sind in den Frostinseln, jawohl. So, jetzt kriegen die Zuschauer mich auch wieder mit. Wie der hier alles aus der Kiste sich klaut, bevor ich überhaupt die Chance dazu kriege. Jetzt ist der Tetranodon dran. Man sieht, ich bin ausnahmsweise mal mit der Knarre unterwegs. Ich rüste mit Dämon aus, damit ich dich gleich direkt hochboosten kann. Und der ist schon 10 Kilometer vorausgesprintet. Hätte ich aber auch gemacht. Na, wie ist denn die Luft da unten? Ach, ein bisschen nass, aber in Ordnung. Hängt da so ein komisches Froschkrokodil im Weg rum. Aus der Entfernung wirkt er recht klein. So. Bleib stehen! Muss erst laden. Aua. Ich will dich boosten. Ja, geschafft. Das haben gerade die Tintenfische übernommen. 45%. So, mit dem habe ich zum Glück diesen Maschinengewehrmodus mit der Knarre. Oder doch nicht? Das war diese Sprengmunition. Ich habe sowas. Ich bin Artillerie mit Streuung. Das finde ich auch interessant, dass die Munition halt jetzt ja auch verschiedene Funktionen hat. Wie man sie abschießt. Wenn ich die eine jetzt extra hochschießen muss. Eigentlich wäre es schlau, wenn ich mich da oben hinsetzen würde. Wenn ich schon auf Schütze gehe. Hast du mir eine schöne Ladung verpasst? Ach so, ich habe die mitgesprengt. Ja. Habe ich schon wieder nicht mitbekommen. So, ich gammel jetzt hier oben. Ich hoffe, meine Reichweite ist weit genug. Nein, ich bin hier oben aus der Reichweite. Ich hock mich auf das Holzding. Bitte mach's nicht kaputt. So, Schrapnell. Ich glaub, das kann er nicht kaputt machen. Da habe ich mich auch schon häufiger draufgestellt. Für irgendwelche Heilsachen mal. Oh, Schnitt ist so eine schöne Munition. Ich hab daneben geschossen. Brauchst du zufällig wieder? Ach, warte, ich geb dir einfach. Da bist du. Nee, noch hab ich drauf. Also, okay, hab jetzt trotzdem schon geschossen. Ich kümmere mich um den Rücken, ne? Auf das jetzt im Rentner wird. Mann, braucht die Detonationsmuni lange. Bis die erste explodiert, habe ich 3 weitere reingeschossen. Der fällt echt oft um. Er hat ja auch 4 Beine, auf die man hauen kann. Ich spreng ihn einfach nur die ganze Zeit den Rücken. Ich krieg davon nicht viel mit. Warte, ich gehe ein bisschen näher ran. Einfach für die Perforiermunition. X und A war dieses eine. Ja, damit kann ich so zuschlagen. Auf mich zu unterbrechen in meiner Kombo, identisches Krokodil. Okay, jetzt habe ich wieder meine Mega-Munition, die ich einmal verballern kann und dann zig Jahre warten muss. Aber die lohnt sich. Getroffen! Prinz. Ich finde die Munition richtig geil. Willst du oder soll ich? Naja, ich bin Schütze. Mir bringt es mehr, wenn ich auf ihn weiterballer. Wo ist er hin? Ach so, da. Mit dem dritten Treffer wäre es angenehmer. Dann könnte ich ihn 4-mal gegen. Mann, hat die Schrot eine richtig geringe Reichweite. Schrotmunition, die soll ich auch nicht. Sollst du auch nicht aus Distanz abfeuern. Ah, der war ein schöner Schuss. Die Schrapnell war auch schon mal besser.
linke Vorderbein. Ich glaube, ich gehe auf Schnitt. Jetzt hat er mich auch komplett ignoriert. Oh, will da einer ein Schläfchen machen? Die Schnittmuni hing schon an ihn dran, bevor er eingepennt war. Ich konnte es nicht mehr verhindern. Ach, auch nicht schlimm, ich habe eh keine Bomben mit. Die habe ich nur mit wenig Gas. Ey, beim Thema Bomben, ich habe jetzt schon wieder dieses Trauma, was ich mit dem Diablos hatte im Kopf. Falls du das gesehen hast. Ich wollte ihn da die ganze Zeit in die Wand chargen lassen, weil er ja dann stecken bleiben kann. Und er wollte einfach nicht. Irgendwann hatte ich dann einfach die Schnauze voll und habe die Bomben einfach so gesetzt. Das Praktische ist in der Wüste, wenn du den gegen die Ameisenhügel donnerst, dann machst du dem quasi eine Fallgrube damit, wenn die kaputt gehen. Dann fällt er da rein und kann sich erstmal nicht bewegen. So. Benutze jetzt auch mal diese Perforiermuni von den Drachen. Oh, die ist richtig stark. Aua. Ich hüpfe mal eben da hoch, ich muss mein Schwert neu schärfen. Hallo, komm zurück. Der will mich jetzt. Das kannst du mir nicht antun! Komm her! Geil, lass mich nicht in den Stich! Bin ja schon wieder da! Ja, und er haut ab. Ich dachte kurz, ich hätte die Zermite getroffen. Das war sein Bau. Ich hoffe, ich habe dich getroffen mit dem Dämon. Ja, ich glaube schon. Ah, es ist so schön, wenn du so dick bist. Meine Perforiermunition ist jetzt noch besser. Jetzt hat er eh erstmal die Kröte im Visier. Ist da noch eins? Achso. Hat er schon wieder ausgespuckt. Oh. Das Material nehme ich kurz mit. Eine Haut. So, wieder auf die Schnittmunition. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Kombination. Du im Nahkampf und ich im Fernkampf. Aber das mit den beiden Langschwertern ist eigentlich auch ganz gut. Du bist doch nicht weggewendet, Boss. Er ist fangbereit. Ich habe keine Sachen zu fangen mit. Ich habe Beruhigungsmunition. Und da meine Katze war so nett und hat vorbereitet. Komm mal rüber, Dickerchen. Aua! Armin! Ich vergleiche gerade, der dauert halt echt ein bisschen länger als die normalen. Ich nehme mal eine Abkürzung, ne? Ab ins Nebenlager. Warte, ich kann dich noch mit Dämonen einmal abschießen. Wo ist der hin? Gut, ich muss jetzt. Hier. Ich muss jetzt erst mal warten, bis mein Käfer wieder frei ist. Es tut mir leid. Ja. Ah, hat doch gereicht. So, ein Großbuggy müssen wir töten, gleich doppelt. Und wir haben sogar noch einen Lagombi hier. Ich schieß mal von der Streuung aus hier oben, weil das ist ja eh sowas, das runterfällt. Ja, das kann man von hier oben aber schlecht einschätzen. Habe ich getroffen? Nein, nicht mal ansatzweise. Fällt ein, weil ich sehe es nur da runter troppen. Muss ein bisschen näher. Ah, ich hatte recht übrigens gerade eben. Das habe ich mit ihm im Lager besprochen. Es gibt einmal Wyvern Aug und einmal Wyvern Herz. Und Wyvern Herz ist dieser Modus, den ich die ganze Zeit angesprochen hatte. Dass ich so einen Gatling-Modus auf einmal habe. Und dann kann ich richtig den Schaden rausdämmern. Finde ich auch besser als die Explosion. Weil die halt durchgehend Schaden macht. Kann einfach erstmal die Hälfte wegrattern. Das war ein Volltreffer. Ach du, da kommt noch eine. Ich hätte mich beinahe selbst gesprengt.
Ah, Detonation. Meine Lieblingsmunition. Auch wenn die ewig lang zum Nachladen braucht. Mehr. Schnell auf irgendwas wechseln, was man schnell schießen kann. Warum nehme ich die? Weifern. Wo liegt der? Ach, da. In dem Baum. Komm. Okay, da liegt. Bam! Wie lange brauchten die zum Laden, die Weifermuni? Eine ganze lange Zeit. Bis das Ding abgefeuert ist, bin ich schon längst aufgegessen. Ich merke gerade, ich habe vergessen zu essen. Das passiert ja auch oft, oder? Oder bin nur ich der Vogel, der das vergisst? Manchmal vergesse ich es, manchmal ignoriere ich es auch einfach, wenn ich keine Lust habe. Aber in den meisten Fällen habe ich tatsächlich was vorher gegessen, einfach für... Wenigstens sagt mir das Ding, dass ich außer Reichweite bin. Das ist nett, Spiel. Hast du einen kleinen gegrillt? Stimmt, halt Nebenquesten, ne? Oh, er ist müde. Also je länger ich das auflade, desto mehr Schaden mache ich auch. Also ich habe gerade 270 gedrückt. Der Schütze ist echt stark. Muss man einfach sagen. Dafür ist er alleine aufgeschmissen. Jetzt habe ich wieder nur 30 gemacht. Das ist echt merkwürdig mit dem Schaden. Er hinkt schon weg. Los, Merlin! Setz ihn fest! So, ich bin bereit. 280! In den Popo. Hab dich mal geheilt, by the way. Ja, mach du mal. Treff ich dich und die Katze? Ja. Ui. Nein, der Kleine hat's abgefangen. Er wollte seinen großen Bruder beschützen. Da habe ich mit der Detonation den Kleinen erwischt und nicht den Großen. Gibt's mir jetzt bitte die Freude machen und umkippen? Danke. Toll, die Detonation steckt noch drin. Schon tot und den Kopf noch abjagen. Aber ich glaube, ich bleibe bei der Kombi, dass du den Nahkampf machst und ich den Fernkampf. Also fürs Erste, wenn da so ein richtig starkes Vieh kommt, dann gehe ich wahrscheinlich auch wieder in den Nahkampf. Aber so läuft das eigentlich ganz gut. Achso, der ist noch am Looten. Oder ist er... Nee, ja, ist er doch. Ich bin vor dir. Einer hatte ich noch. Aua. Haben wir auch irgendwo so einen Zoom-Modus? Irgendwie müsste ich doch zoomen können. Oder nicht? Wahrscheinlich müsstest du das irgendwo können, wenn du das entsprechende... Ach nee, man muss ein Fernrohr... stimmt, man muss ein Fernrohr in der Schmiede anrüsten. Vollkommen ausgeblendet. Ich habe das kleine Vieh nicht beachtet. Das hat mich erstmal einpennen lassen. Zumindest hat es versucht. Ja, dieses Weifernherz, das drückt mehr als die Explosion. Gut, ich verlasse mich nicht mehr auf meine Katze. Ich schließe mir den Edge, den Aua. Auf die Kurzweiltaste. Ich gewöhne mir auch an, demnächst wieder Lebenspulver mitzunehmen. Oh, du hast ihm den Kopf gebrochen. Ich muss mich da auch dann erstmal dran gewöhnen, das wieder mitzunehmen. Ich habe das sonst nie mit, auch wenn ich... Wenn ich ja, für die Katzen nehme ich es halt nicht mit. Die kommen ja von alleine wieder. Wenn der stirbt, also vom Kameraden, das ist eher schlimm.
Ich dachte, du springst auf ihn drauf. Oh, ich bin wieder auf Streuung und ich peng gleich wieder ein. Eine Energy-Drink. So sieht mein Leben aus, Leute. Sobald ich einpenne, Energy-Drink her. Scheiß auf die Gesundheit. So, jetzt aber. Moment, jetzt warte ich noch, bis das einschlägt. Das zählt? Okay. Jo. Jeder Treffer, den du drauf hast, rein mit dir. Oh, ein Tetranodon ist aufgetaucht. Ich wollte, aber es ist genau dann hingefallen. Ah, jetzt haut der Frosch ab. Da habe ich wieder jemanden gesprengt. Ich glaube, ich habe dich mehr irgendwie weggefeuert als der Buggy. Bisher. Achtung, da kommt wieder was. Gerade noch ausgewichen. Pam! Ich weiß nicht, was ich getroffen habe, aber es hat auf jeden Fall eine ganze Menge Schaden verursacht. Hast du noch mehr Techniken als ich? Also ich kann bisher nur so 3 ausrüsten. Ich kann nur 3 machen. Also einmal diesen Sprung von oben nach unten, der dann so richtig reinsimmelt. Erstmal auch Schattenmehl wechseln. Und halt diesen Konterhieb. Ja, er lag ja eh schon, ne? Nur richtig. Dann bleibt er jetzt auch liegen. Ich kann 3 Techniken ausführen. Das erste ist die normale Technik, wenn ich meine Waffe ziehe. Das zweite ist der Vogelweif von Edelstein. Das, was ich bei dem anderen nie bekomme. So, kann ich dich eigentlich auch damit abschießen? Au, das tut weh. Ja, wenn die Kugel halt quer durch den Schädel. Ich sag ja, der Modus ist viel cooler als der Explosive. Kann ich auch dich mal kurz ein bisschen abschießen? Oh, da könnte ich Sunny so sehr nerven.